So, hallo Moses, schönen guten Morgen. Wie geht's dir heute Morgen? Ach ja, ein bisschen fertig, gestern weg geworden. Anstrengendes Wochenende gehabt? Ja, ja. Ja, gut, okay, aber schön. Und fit bist du heute? Ja. Wunderbar. Wie war so die letzte Woche Berufsschule? Habt ihr da irgendwas Interessantes gemacht noch, oder? Ja, in Mathe so ein bisschen, aber interessant möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber es macht dir schon noch Spaß. Ja, ja. Prima. Macht Spaß. Ist gut. Okay, wir haben ja in der letzten Woche, oder vielmehr du hast in der letzten Woche diese Bretter hier ja auf Winkligkeit schon geprüft, mhm. Du hast ja schon den Schreinerwinkel kennengelernt. Das brauchen wir jetzt heute, winklige Bretter, für unsere nächste Arbeitsaufgabe. Wir werden heute das Streichmaß kennenlernen. Das werde ich dir einmal kurz vorstellen. Das hier ist also das Schreinerstreichmaß. Ich erkläre dir jetzt kurz grundlegend die Funktion von dem Schreiner-Streichmaß. Wir haben hier den Anschlag und wir haben hier drin über die Schrauben gesichert zwei bewegliche Anschläge, die jeweils vorne eine Anreißnadel haben. Wir stellen jetzt hier an dem Streichmaß das Maß von 2 cm ein, anhand der Skala. Ja. So, stellen wir es ein. Fixieren das mit der Schraube. Und um zu gucken, ob unsere Skala auch wirklich hundertprozentig genau ist, nehmen wir unser Stahlmaß. Das hätten wir natürlich vorher schon im Vorfeld ausgepackt. Und überprüfen, indem wir das Stahlmaß auf dem Anschlag des Streichmaßes aufhalten, ob die Nadel auch wirklich exakt bei 2 cm ist. Okay. Das haben wir jetzt gemacht. Wir wissen jetzt also, die Einstellung stimmt. Wir haben 2 cm eingestellt. Und das Streichmaß, kannst du dir vorstellen, wofür wir ein Streichmaß brauchen überhaupt? Ja, um über längere Strecke den gleichen Abstand anzeigen. Super. Also Streichmaß wird benutzt, wenn wir immer ein Maß benutzen, was immer wiederkehrend gebraucht wird. Wir stellen es einmal ein. Das ist der große Vorteil beim Streichmaß. Wir stellen es ein. Können es beiseite legen. Wenn wir das Maß wieder brauchen, müssen wir nicht erneut messen. Das heißt, wir sparen Zeit einfach bei der Arbeit. Das ist ein Riesenvorteil. Wir arbeiten an unserem Werkstück, wenn wir die Möglichkeit haben, immer so, dass das Werkstück eingespannt wird. Ja. Das hat einmal den Vorteil, wir können uns nicht verletzen, beispielsweise mit der Anreißnadel des Streichmaßes. Wenn wir jetzt locker in der Hand arbeiten, kann es schon mal passieren, dass wir abrutschen. Zum anderen haben wir mehr Kontrolle über das Streichmaß und können maßgenau arbeiten. Das ist auch wichtig. Ich meine, du als Modellbauer mit deinem Hobby, du wirst es wissen, maßgenaues Arbeiten ist das A und O beim Schreiner. Okay, dann kommen wir mal an unsere Werkbank. Am besten kommst du einmal kurz hier rum. Wir haben ja unsere Werkbank vorher schon auf eine ergonomische Arbeitshöhe gebracht. Da haben wir alles angepasst. Das heißt, du brauchst dich nicht groß bücken, kriegst keine Rückenschmerzen beim Arbeiten. Das ist alles so okay. Wir spannen das Werkstück also ein. Das Maß haben wir ja schon festgelegt. Spannen das Werkstück ein. Das ist jetzt fest eingespannt. Wir haben hier unser Maß eingestellt. Ich mache dir jetzt den Anreißvorgang. Den führe ich dir jetzt einmal vor. So, dazu nehmen wir also das Streichmaß. Setzen den Anschlag des Streichmaßes, setzen wir an, ohne die Anreißnadel dabei auf dem Werkstück auf. Liegen zu lassen und drehen dann das Streichmaß leicht, bis die Anreißnadel auf dem Werkstück angekommen ist. Wir können dann mit gleichmäßigem Druck gegen den Anschlag um das Werkstück unser Streichmaß über das Werkstück ziehen, sodass wir einen gleichmäßigen, sauberen Schnitt im Prinzip auf unserem Werkstück haben. Ich mache dir das nochmal hier an der anderen Seite vor. Nehmen das Streichmaß, setzen es an, wir können es übertrieben gesehen flach auflegen auf unser Werkstück und dann eindrehen, bis die Anreißnadel auf dem Werkstück angekommen ist. Wir ziehen dann über das Werkstück mit gleichmäßigem Druck. Okay? Abschließend, wir legen das Streichmaß beiseite, überprüfen wir natürlich nochmal das genaue Anreißen des Werkstückes mit unserem Stahlmaß, legen das Stahlmaß an und sehen unsere Einstellung 2 cm, die stimmt exakt. Okay. Hast du noch irgendwelche Fragen jetzt zum Umgang mit dem
Streichmaß zum Kontrollieren. Oder hast du das soweit alles verstanden? Okay. Dann bitte ich dich jetzt, an unserem Werkstück umlaufend alle Seiten auf 2 cm einmal anzureißen. Okay. Das Werkstück ist eingespannt. Wichtig ist mir, erklär mir kurz laut, wie du es machst. Ich kontrolliere mein Anstreichmaß. Ja. Auf die eingestellte Länge. Dafür nehme ich meinen Maßstab, halte ihn an den Anschlag, überprüfe die Nadelspitze, ob sie denn dann auch wirklich bei 2 cm sitzt, was sie nicht tut. Das heißt, wir haben das Streichmaß einmal gedreht, das ist die Seite, die wir nicht eingestellt haben, und stellen fest, es sind 2 cm. 2 cm. Okay. So, nachdem ich dieses kontrolliert habe, spanne ich mein Werkstück ein. Ja, dazu können wir das Streichmaß ruhig nochmal außer Hand legen. Spanne ich das an. Ja, okay. So. Setze dann jetzt darauf achten, dass wir die richtige Seite einsetzen, dass wir die eingestellt haben. Mit Anschlag dran. Ja. Kippe es ab. Ja. Ist die Nadel mein Werkstück berührt und fahre dann entlang der Kante. Super. Überprüfe dieses mit dem Maßband, ob es die richtige Länge besitzt. Ja. Hat es. Sehr Somit schön. Kann ich mein Werkstück hinspannen. Ja, wunderbar. Und diesen Arbeitsgang aufs Neue vollziehen. Anlegen. Ja. Eindrehen. Eindrehen. Okay. Entlang fahren. Super. Okay. Kontrollieren. Sehr gut. Okay, sehr schön. Prima. Also ich sehe, das klappt schon sehr gut. So, das müsste zu lesen sein. Hast du was feststellen können bei der Bearbeitung des Werkstückes jetzt? Ja, dass es ein bisschen holprig teilweise wird. Ja. Mag vielleicht daran sein, dass ich nicht ganz sauber gearbeitet habe. Das zum einen. Aber es ist auch ein Unterschied, ob wir mit der Faser oder gegen die Faser anreißen. Ja. Das heißt, die Gefahr besteht, wenn ich mit der Faser, wir sehen hier diesen etwas leicht welligen Anreiß, diesen leicht welligen Riss mit der Faser. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen darauf achten, dass wenn du mit der Faser arbeitest, dass du gleichmäßig auch wirklich und mit gleichmäßigem Druck den Anschlag gegen das Werkstück richtest. Okay, das sieht aber trotzdem schon mal sehr gut aus. Wir haben jetzt noch verschiedene Materialien, die ich vorbereitet habe, damit du auch mal ein Gefühl dafür bekommst, wie verhält sich das Streichmaß beispielsweise auf einer Spanplatte. Mhm. Das habe ich da vorne liegen. Und ich bitte dich jetzt, die vorbereiteten Bretter, die ja alle winklig sind, alle umlaufend mit dem Maß von 2 cm einmal anzureißen. Und in der Zwischenzeit werde ich dann schon mal die nächste Übung, die darauf aufbaut, vorbereiten. Und du kannst das jetzt erstmal üben. Ich bin also kurz drüben im Maschinenraum und bereite dann die nächste Übung vor. Wenn Fragen sein sollte, kannst du mich da drüben erwarten. Okay.